jetzt gleich die Runde für eine Diskussionsrunde mit dem Titel von Kompetenzclustern und digitalen HausmeisterInnen. Brauchen wir eine berlinweite digitale Service-Infrastruktur für Kulturschaffende? Dazu hole ich mir drei weitere DiskutantInnen. Einmal Esther Kleven, Kuratorin vom Bauhausarchiv. Links von Klaus Tina Pfuhr, die künstlerische Leitung vom Ballhaus Ost. Und dann kommt noch dazu Benjamin Seibel, er leitet bei der Technologiestiftung den Bereich Ideation and Prototyping und das City Lab Berlin. Herzlich willkommen und ich fange gleich mit Esther an, zu meiner Linken an. Das Bauhausarchiv ist ja gerade geschlossen wegen Umbaus und ihr widmet euch dafür mit vollen Kräften dem Digitalen. Das greift auch die Frage auf, die Clemens Neudecker vorhin in der Session mit den Laboren hatte, in der Zielfindung. Ihr widmet euch einer Digitalstrategie. Kannst du das erläutern, was ihr gerade macht? Sehr gerne. Das kann ich versuchen zu erklären. Wir widmen uns im Moment der Digitalstrategie. Das ist das Ergebnis eines Versuchs in kleinen Projekten, die wir vorher schon angegangen sind, in der Sammlungsdigitalisierung uns auseinanderzusetzen mit der Frage, was heißt es, wenn wir Sammlungen öffnen wollen für unser Publikum und auch eventuell nachnutzbar machen wollen. Wir haben ja schon von Coding Da Vinci gehört und ähnlichen Dingen. Was heißt das eigentlich für unsere gesamte Organisation? Erstens, also infrastrukturelle Fragen, Fragen der Prozesse im Haus, in welchem Maße wird das alles digital, in welchem Maße haben wir Infrastruktur, Serverinfrastruktur und dergleichen vorzuhalten. Und daneben sind wir ja im Moment in der sehr bevorrechteten Situation, dass wir geschlossen sind, sowieso schon, und uns voll und ganz darauf konzentrieren können, uns neu auszurichten als Institut, unsere Inhalte neu zu bewerten, auch zu evaluieren, wie wir bisher gearbeitet haben. Und natürlich Formate auszuprobieren, die im 21. Jahrhundert angekommen sind. Wir haben dazu das Temporary in der Knesebeckstraße, das auch dieses Jahr schon wunderbar funktioniert hat. Im Rahmen der Corona-Schließungen konnten wir trotzdem sehr viel online machen, weil wir im Moment gerade darauf fokussen und keine Ausstellungen machen müssen, außer im Hintergrund. Und das wäre dann der dritte Punkt. Wir müssen uns natürlich überlegen, wie der Neubau Teil eines digitalen Phänomens sein kann, beziehungsweise wo die Schnittstelle ist zwischen analogem Museum und digitalem Museum und was hieße denn ein digitales Museum? Geht es da wirklich nur um die Hands-on-Stationen oder irgendwelche Virtual Realities oder geht es auch um eine gewisse Präsenz im Netz international und der Vernetzung mit anderen Institutionen, die eventuell in der Forschung, aber auch im Ausstellungsbereich aktiv sind. Und das alles diskutieren wir im Moment und das ist für uns auch ein Höhepunkt einer inzwischen fünfjährigen Auseinandersetzung mit dem Thema der digitalen Sammlung. Und wir sind jetzt halt angekommen in der Situation, dass wir diskutieren, was ist das digitale Museum bzw. das digitale Archiv. Tina, zu dir, wie sieht es bei euch im Ballhaus Ost als Spielstätte, vor allem für die freie Szene aus? Ihr habt sicher weniger Zeit, als bei ihr ein okay, jetzt vielleicht mit einer ausgebremsten Spielzeit, aber womit beschäftigt ihr euch gerade, was das Digitale angeht und welche städtischen Ressourcen, kannst du dir vorstellen, würden euch helfen? Also ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass wir gar keine Zeit haben. Also auch wenn kein Spielbetrieb stattfindet, ist das sehr viele andere Sachen, die dann umorganisiert werden müssen oder Gespräche, die man führen muss, viele therapeutische Gespräche mit KünstlerInnen, die man auch führen muss, auch mit sich selber. Für uns ist das ja alles neu. Auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, dass unsere Digitalisierung jetzt in den letzten Jahren nicht ein primäres Thema waren, weil wir uns primär zum Beispiel mit der Erkämpfung und der Erhaltung unseres analogen Raumes beschäftigt haben. Und in diesem analogen Raum sind wir jetzt gerade gezwungen, einen digitalen Raum zu schaffen, was ich auch vielleicht teilweise nur wenig interessant finde. Auf jeden Fall versuchen wir es aber trotzdem zu machen. Also und diskutieren sehr viel mit den Künstlerinnen, was man denn machen kann, was man schaffen kann, was man zeigen kann, was man für Räume nutzen kann, die zugänglich sind für uns. Stellen uns sehr viele Fragen, welche Räume, also wir nutzen sehr viel so Social Media Plattformen, um Sachen zu präsentieren. Da stellt sich dann auch sofort die Frage nach Zugänglichkeiten für ein Publikum und es stellt sich auch immer die Frage, was können die, also Künstler und Künstlerinnen denken ja sehr viel über die Schaffung ihrer Projekte nach und in erster Linie immer für eine Bühnenpräsentation und nicht für ein digitales Netz, für eine digitale Präsentation und diese Kompetenzen haben sie einfach gar nicht und wir haben diese Kompetenzen auch nicht und deswegen würden wir uns eigentlich wünschen, dass es
einen Pool gibt von Künstlerinnen und Künstlern, die zusammen mit DigitalexpertInnen zusammen Sachen entwickeln können. Das wäre ein, also einen analogen Raum schaffen eigentlich, in dem man ein digitales, etwas Digitales erarbeiten kann, weil eben, also und vor allen Dingen, dass man das gemeinsam machen kann, dass man einen Pool hat, dass man eine Vernetzungsinfrastruktur schafft, damit nicht jeder wieder von Null anfangen muss, um sich Sachen auszudenken und nutzen zu können. Das. Wobei Katja vom FFT da vorhin den Punkt Konkurrenz gebracht hat. Ne? Das ist halt ein Problem, wo ist ein Austauschraum, wo der Ergebnis offen ist, wo gemeinsam entwickelt wird und wo besteht man in Konkurrenz zueinander um Fördergelder. Aber das machen wir vielleicht gleich in großer Runde. Vielen Dank für die ersten Punkte. Benjamin, mit dem City Lab und den Projekten, an denen ihr arbeitet, bist du ja quasi Teil einer städtischen Ressource. Woran arbeitest du denn gerade, was man vielleicht auch im Kulturbereich anwenden kann? Ja, das kann man so sehen, dass wir Teil einer städtischen Infrastruktur sind. Das City Lab ist ein öffentliches Innovationslabor, wo wir gemeinsam mit vielen Partnerinnen und Partnern aus der Stadtgesellschaft uns mit der Digitalisierung Berlins beschäftigen, das auch stark aus einer gemeinwohlorientierten Perspektive machen. Also eine Idee ist einfach, mehr Menschen in diese Digitalisierung, die ja letztlich auch alle Menschen betrifft, einzubeziehen. Und eine weitere Idee ist, das auch sehr praxisnah und hands-on zu tun, weil Digitalisierung letztlich ja einfach ein großer Lernprozess ist und einer, den man am besten praktisch bewältigt, indem man viele Dinge ausprobiert, guckt, was geht nicht. Genau das tun wir dort mit einer großen Anzahl von Partnerinnen und Partnern, darunter auch Kulturorganisationen, Künstlerinnen und Künstler. Also künstlerische Produktion ist ja auch in dem Sinne Wissensproduktion oder eben für uns ein wichtiger Impuls, was möglich ist in der Digitalisierung von Stadt. Aber letztlich sind viele unserer Projekte eben gemeinwohlorientiert und damit auch übertragbar. Wir haben im Sommer zum Beispiel das Projekt Gieß den Kiez gestartet, was recht viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wo es um die Pflege und Bewässerung der Berliner Stadtbäume geht, also auch ein stark bürgergetriebenes Bottom-up-Projekt, was dann sehr erfolgreich wurde und was aber eigentlich auch nur ein Beispiel ist, wie man mit öffentlichen Daten Mehrwerte schaffen kann, auch im Sinne der Stadt und des Gemeinwohls. Gerade machen wir außerdem mit der Senatskanzlei zusammen eine kleine Untersuchung zur Digitalisierung in der Zivilgesellschaft, also zu den Bedarfen, die jetzt auch in der Corona-Zeit eben nochmal deutlicher sichtbar gemacht werden. Und da sehe ich viele Parallele zu den Herausforderungen des Kulturbetriebs. Also es sind auch viele kleinere Initiativen, manchmal auch große, und Vereine, die jetzt quasi unter Hochdruck digitalisiert werden müssen und diese Infrastruktur eigentlich nicht haben und auch nicht die Ressourcen, ja, nicht das Personal, nicht das Geld, um mal eben Infrastruktur hochzuziehen. Und ruckzuck landet man halt bei den einschlägigen Anbietern, die es kostenfrei machen und eben nur meine Daten benutzen. Und plötzlich muss ich eben doch mit Google Docs meine kollaborative Arbeit machen, obwohl das vielleicht den Idealen, für die ich eigentlich eintrete, völlig widerspricht. Und ich glaube, dieses Paradox, das begegnet mit uns in der Kultur auch oft. Ja, Klaus, das waren jetzt drei vielfältige Aspekte, die ja viel abgreifen, was du schon in deinem Eröffnungsstatement angesprochen hast. Ich würde gerne auf die Plattform des gemeinsamen Lernens zurückkommen, die du erwähnt hast. Wo siehst du da vielleicht schon, wie das aussehen könnte und wie Tina und vielleicht auch Esther zusammen diese Plattform nutzen könnten? Als ich ins Amt kam, da war die Situation, glaube ich, im Unterschied zu heute noch krasser so, dass es Akteurinnen und Akteure im Kulturbereich gab, die über eine, ja, ich nenne es jetzt mal eine Silo-Lösung, also für den eigenen Kulturort ziemlich durchdachte Lösung verfügt haben. Wenn ich beispielsweise mal an sowas denke wie die Digital Concert Hall bei den Philharmonikern, die allerdings sozusagen durchaus auch dem Zweck diente, der Rechteverwertung, was jetzt aus der Perspektive der Stiftung Philharmoniker eine nachvollziehbare Option war und auch, muss man mal sagen, technisch eine exzellente Lösung. So, dann gab es wieder andere wie die ZLB, die versucht haben, also die Zentral- und Landesbibliothek, die versucht haben im Rahmen des FÖB, also des Verbunds der öffentlichen Bibliotheken Berlins, bestimmte digitale Lösungen für die Nutzerinnen und Nutzer anzubieten. Und ich könnte jetzt noch weitermachen, mir fielen da noch diverse ein, aber die Situation ist schon so von einer großen Unterschiedlichkeit und Ungleichzeitigkeit und natürlich auch von sehr, sehr unterschiedlichem Vermögen getrieben, Ressourcen zu generieren und sich diesem Schwerpunkt auch zuzuwenden. Also auch sagen zu können, wir kümmern uns jetzt mal einfach mal eine Weile. Du hast jetzt eben so schön gesagt, ihr seid gerade zu, ihr habt mal die Gelegenheit, euch um so eine Sache ein bisschen intensiver Gedanken zu machen, während ich die
Kämpfe des Ballhaus Ost um den Standort nun wiederum kenne und weiß, dass man, wenn man die existenzielle Frage zu beantworten hat, wie man über die nächsten, über das nächste Jahr und über die nächsten zwei Jahre kommt, möglicherweise, wenn man Theater macht, jetzt nicht unbedingt auf dem Trip ist zu sagen, wir kümmern uns jetzt mal um eine Digitalstrategie. Also Kultur B Digital Lab soll eigentlich genau dieses Format sein. Also der analoge Raum, natürlich auch digital gestützt hier. Deswegen bin ich ja auch froh über die Partnerschaft mit der Technologiestiftung, weil das könnten wir gar nicht leisten. Wir haben vor drei Jahren mal nachgedacht, wir haben uns so eine Ladengalerie unten in der Kultur in der Kulturverwaltung, ob wir die mal zu, sozusagen zum Kultur B Digital Lab machen. Inzwischen bin ich ganz froh, dass wir diese Lösung haben. Und wenn ich mir die Resonanz angucke, unser, es ist heute die dritte Konferenz, nun sind wir hier überschaubar viele, Corona-bedingt, aber in der Uferfabrik, das war schon immer rappelvoll und da wurde dann den ganzen Tag eben über dieser Austausch, genau dieser Austausch auch betrieben. Also was wir als Verwaltung können, ist erstens was für Infrastruktur zu tun, zweitens was für den Betrieb dieser Infrastruktur zu tun und natürlich dann auch was über die Standards und über den Austausch, über die Bereitstellung von so einem Lab eben auch die Vernetzung und das Angleichen. Ja, bis hin zu, also eine ganz wichtige Frage war bei uns immer, wir brauchen erstmal eine Bestandsaufnahme, wo stehen die einzelnen Akteure überhaupt? Und das hat jetzt nochmal gar nicht so sehr was mit den Sparten zu tun, sondern das hat oft auch einfach was damit zu tun, eine große Kulturinstitution mit einem möglicherweise zweistelligen Millionen-Etat kann anders an solche Fragen rangehen, als ein, sage ich jetzt mal, ein freies Szene-Kollektiv beispielsweise, was sich von Projekt zu Projekt hangelt und immer wieder beim Hauptstadtkulturfonds, bei der spartenoffenen Förderung oder so versucht, die Mittel einzuwerben. Und das ist eigentlich das, was wir jetzt hier begonnen haben. Und das ist eigentlich auch das, warum wir gesagt haben, unser Topf ist nicht riesig. Also lange hatten wir gar keinen, jetzt haben wir endlich einen. Unser Topf ist nicht riesig, aber wir wollen eben versuchen, anhand dieser Kriterien, also sind die Lösungen, sind die Projekte, die gemacht werden, skalierbar? Also sind sie in der Breite verwendbar, vielleicht auch spartenübergreifend verwendbar? Sind sie beispielhaft in dem Sinne, dass man sagen kann, da probieren Menschen was aus vor dem Hintergrund ihrer jeweils konkreten Handlungsbedingungen, was für andere Akteurinnen und Akteure mit einer ähnlichen Situation eine Lösung wäre, die auch übertragbar ist, die auch übernommen werden kann. Die Multifunktionalität, das heißt also die Frage, wer hat einen Nutzen davon, wenn man bestimmte Instrumente etabliert, wenn man bestimmte Instrumente austauscht, dient das nur sozusagen dem Binnenmanagement der Kulturinstitution oder des Kollektivs, gibt es ja auch, also wenn man beispielsweise über sowas wie Personaleinsatz, Ressourcen, Personaleinsatzplanung nachdenkt, das ist jetzt für die Nutzerinnen und Nutzer relativ egal, aber für eine Einrichtung selbst ist es natürlich nicht unwichtig, da möglicherweise auch einfach bessere, transparentere und für alle zugreifbare Instrumente in die Hand zu bekommen. Also haben die Nutzerinnen und Nutzer auch was davon und haben die Besucherinnen und Besucher auch was davon. Und der letzte Punkt ist tatsächlich der Netzwerkgedanke, den, wo wir auch gesagt haben, das ist ein zentrales Beispiel, dass sozusagen das in einem solchen Austausch, in einem Digital-Lab auch etwas ist, wo man andere Menschen relativ unproblematisch, relativ nahtlos mit anschließen kann. Also das ist eine Geschichte, zum Beispiel ein Projekt, wo man sagt, da wird eine Kultureinrichtung in einer bestimmten Art und Weise für die digitale Welt fit gemacht. Da können andere sich ein Beispiel dran nehmen und mit relativ wenig Aufwand und ohne jeden Fehler selbst nochmal machen zu müssen, darauf zurückgreifen und das genauso machen. Das ist eigentlich im Grunde das. Und wir selber wollen als Kulturverwaltung im Grunde nur die Ermöglicher sein. Also wir haben jetzt, natürlich lernen wir auch davon, wir haben jetzt bei uns endlich auch jemanden, muss man sich ja auch alles erstmal erkämpfen, in zweijährigen Haushaltsberatungen, der sich ausschließlich um diese Frage kümmert bei uns in der Verwaltung. Lange Zeit hatten wir das nicht. Da haben wir das im Grunde im Stab nebenbei mitgemacht, also zur Hälfte mein persönlicher Referent und zu einem Zehntel ich. So, das ist natürlich auch kein Zustand. Also wie kriegt man Stück für Stück dadurch einfach auch eine Entwicklung hin, weil eben die Digitalfähigkeit und die Digitalaffinität der Einrichtung gestärkt wird, auch zu einem gewissen Selbstläufer wird, weil das kann keine Beglückungsveranstaltung von oben werden, im Sinne von, wir holen jetzt mal ganz viel Kohle ran, schütten die irgendwo aus und jeder holt sich ab, was er will. Das kann nicht der Sinn der Übung sein. Vielen Dank. Du hattest auch die Ausstattung von Orten genannt oder jetzt eben das Personal, in dem du in der Verwaltung gekämpft hast. Esther, darüber hatten wir auch im Vorgespräch gesprochen. Findet ihr denn das Personal, das ihr braucht für die digitale Transformation oder wo habt ihr da Hürden? Also wir sind ja eigentlich ein relativ kleines Museum, wenn das Thema auch sehr groß ist. Wir hatten klassischerweise einen Bibliothekar, der nebenher auch ein bisschen Datenbankpflege gemacht hat und wenn dann mal eine Konferenz war, dann auch versucht hat, den Beamer mit dem Apple zu synchronisieren. Also wir kennen diese Szenarios. Wir sind in der Glücklichen, auch da haben wir inzwischen einen echten Admin annehmen können, dieses Jahr Gott sei Dank echt rechtzeitig.
der hoffentlich auch länger bleiben kann. Aber tatsächlich, wenn es um Personal geht, geht es ja auch um verschiedene Kompetenzen. Wenn wir über Geräte sprechen, also Arbeitsplatzausstattung, all diese Dinge, das läuft ja schon. Ich habe in unserem Archiv ein Dokument gefunden aus den 80ern, wo der Senat gefragt hat, was wir denn so bräuchten. Das ging dann wahrscheinlich vor allem um Arbeitsplatzausstattung. Wir haben eine Museumsdatenbank und eine Bibliotheksdatenbank, jeweils eine ist Open Source, eine ist total gegeißelt, seit 2000 ungefähr. Da muss es Leute geben, die sowas handeln können. Und wenn wir jetzt in größere Digitalisierungsprojekte denken, müssen wir natürlich auch die ganze Zeit mitdenken, auf welche Kosten geht das? Also was können wir dann nicht mehr machen? Und wir waren schon gerade nicht so großzügig ausgestattet qua Archivare und Wissenschaftler. Wir müssen ja auch noch Ausstellungen machen. Also wir haben dann letztendlich Probleme, die jetzt auch bei den kleineren und vor allem auch den performativen Institutionen im Moment eine Rolle spielen. Die müssen wir ja antizipieren, dass uns das irgendwann wieder auf die Füße fällt, wenn wir jetzt zu viel Material digitalisieren und zu viel Ideen in die Welt setzen, zu viel Online-Spielchen und zu viel Experimente und so weiter. Das heißt, das ist eigentlich ein ganz, ganz großes Thema. Und ich habe Herrn Lederer sehr gut verstanden, letztes Jahr auch schon, dass das natürlich nicht sofort gelöst werden kann. Aber ich glaube, dass das Nachdenken über eine digitale Strategie auch für kleinere Institutionen sehr sinnig ist und da auch zu sprechen mit anderen, um zu schauen, was sind denn schlaue Lösungen oder wo fängt man an, mit welchem kleinen Projekt? Wie denkt man nicht mit gleich sofort alles groß und gleich alles digital, sondern was kann man so klein anfassen und wen braucht man dazu? Ich habe in einem Digis-Projekt, das ich vor 3 Jahren gestartet habe, einen Informationsspezialisten mit eingeplant, der Daten, die Schnittstellen bearbeitet zwischen verschiedenen Datenbanken. War ein ganz kleines Ding. Die Expertise hatte ich als Kuratorin, Kunsthistorikerin. Ich wusste, da kommt ein Problem auf uns zu und das war sehr sinnvoll. Also, dass man in Projekte sowas mit einplant, dass man seine Infrastruktur aufpäppelt und dann nachher wieder weiterarbeiten kann und dann kompetenter ist. Plattformkompetenz kommt gleich noch eine Frage aus dem Publikum. Ich würde gerne noch einmal die Frage, dass Personal immer ein schwieriges Thema ist. Tina, das hatten wir auch schon, wo die Kompetenz ist bei euch in-house. Du hattest das, die Frage der Räume angesprochen, also nicht jetzt euch als Ballhaus Ost, sondern auch, wo man etwas ausprobieren kann. Kannst du dir vorstellen, was das wäre und was würdest du gerne ausprobieren? Einmal den analogen Raum, dann wer sollte darin sein und wie sollte er ausgestattet sein? Der analoge Raum oder der digitale Raum? Beides. Beides. Na, natürlich sowas wie hier wäre schön, in ganz groß, wo so ganz viele kompetente Leute sind, die sich eben mit digitalen Dingen auskennen, die zusammen mit KünstlerInnen eben Sachen entwickeln können, weil also ich ja auch ich gerade auch an einem Projekt arbeite als Künstlerin und sehr viel darüber nachdenke, wie ich das jetzt umsetzen kann, weil das wahrscheinlich nicht in einem analogen Raum stattfindet und ich weiß halt, dass ich das nicht denken kann ohne jemanden, der da eine andere Kompetenz noch hat und also jetzt nicht nur wir streamen da jetzt was über Zoom, was gerade sehr viel passiert, was dann nochmal eine Frage der Ästhetik ist, sondern auch, wie kann man eben gemeinsam gucken, was denn das beste Tool ist für die jeweilige Gruppe, für die jeweilige Ästhetik. Also genau, diese verschiedenen Kompetenzen aus verschiedenen Bereichen zusammenzubringen und das am besten in einem analogen Raum, der ausgestattet ist mit allem, was es so gibt an Technik. Vielleicht eine Frage an CityLab, ob ihr da einen kleinen Ausprobierspielplatz für die freie Szene aufbauen könnt. Also, das mag ich jetzt nicht versprechen, aber wir haben ja nach einer ähnlichen Idee einen Raum gestaltet, in dem wir jetzt auch viel mit öffentlichen Verwaltungen zum Beispiel arbeiten, mit zivilgesellschaftlichen Gruppen und so weiter und können da, glaube ich, schon ein sehr positives Fazit nach einem Jahr ziehen, weil tatsächlich diese analogen Räume nach wie vor da wichtig bleiben, als Orte der Begegnung einfach, ne? Auch wenn es um Digitalisierung geht, aber wenn man sich da austauscht, wir haben auch einen kleinen Coworking-Space, wo Initiativen dann auch mal für einen gewissen Zeitraum eben einen Arbeitsplatz bekommen können, aber wo auch Workshops, Veranstaltungen durchgeführt werden können und so weiter. Hat uns Corona natürlich auch jetzt ein bisschen überrumpelt, weil diese Präsenz und auch diese, ich sag mal, Wuseligkeit dieses Ortes, wo man reingeht und dann einfach 20, 30 Menschen rumspringen und die Hälfte hat man noch nie gesehen, aber alle sind interessant. Das ist natürlich was uns jetzt auch fehlt, ehrlich gesagt, im Moment, wo wir auch noch keinen digitalen Ersatz so richtig gefunden haben. Aber also ich würde es unterstreichen, dass das Modell analoger Ort für Digitales noch funktioniert. Okay, jetzt eine Frage schon aus dem Chat zur digitalen Kulturplattform an Klaus Lederer. Wie genau sieht die aus und was ist geplant?
die Frage kam, jetzt läuft sie schon weg oben im Ticker. Einfach, was konkreter ist geplant? Ja, soll ich? Mhm. Okay, also ich bin jetzt knapp 4 Jahre im Amt. Ich fange mal 2016 an, mit großem Enthusiasmus gestartet, in der Hoffnung, dass wir jetzt ganz schnell alles anders machen. Dann kam das Jahr 2017. Ich würde es als das Jahr der Ernüchterung beschreiben, in dem ich gelernt habe, wie das so ist mit Ressourcen in der öffentlichen Verwaltung, wie das so ist mit Projekten in der öffentlichen Verwaltung und alles. Und da haben wir dann irgendwie versucht, aus der Not eine Tugend zu machen. Und dann kam das Jahr 2018. Das war dann das Jahr der positiven Überraschung. Oder eigentlich sind dann seit 2018 die Jahre der positiven Überraschung. Bevor ich zu der Digitalplattform komme, weil die steht eigentlich am Ende dieses Prozesses, sage ich einfach mal, was ich vorgefunden habe. Ich habe vorgefunden, bei unserem Partner, dem SUSE-Institut, das DIGIS-Projekt als Modellprojekt, damals mit relativ überschaubaren Ressourcen, aber immerhin schon da, zur Digitalisierung von Kulturgütern, was ganz großartig war. Und auch relativ am Anfang haben wir in Berlin dann schon den Hackathon Coding Da Vinci gehabt, wo DIGIS sich ganz, ganz doll engagiert hat. Und da sind hochprofessionelle Leute dort, ganz, ganz, ganz wunderbare Partner. Wir haben erst mal gesagt, okay, das verstetigen wir mal und stocken es etwas auf. Das ist in der Zwischenzeit passiert. Das ist eine Säule, wo ich mal anfangen will. Da werden Kulturdaten, im Grunde Kulturdaten erhoben. Und diese Kulturdaten sollen dann eben über die Zeit hinweg gesichert und als Open Data für die Nutzung durch Dritte zur Verfügung gestellt werden. Natürlich auch für die Nutzung der Einrichtungen. Das läuft im Grunde genauso wie jetzt unser anderes Förderprogramm. Es können sich Menschen bewerben, eine Jury entscheidet und dann werden jährlich diverse Projekte von Kulturanbieterinnen und Kulturanbietern aus Berlin dort digitalisiert. Die zweite Säule, die wir gemacht haben, ist, der ganze Themenkomplex Teilhabeforschung läuft ja immer darauf hinaus zu erfahren, wie ich vorhin in meinem Eingangsbeitrag eigentlich gesagt habe, warum gehen Leute in Kultureinrichtungen, warum gehen Leute auch nicht in Kultureinrichtungen, welche Erwartungen sind da, was läuft schlecht, wo müssen auch Dinge verbessert werden. Das ist natürlich das Digitale eine hervorragende Möglichkeit. Da haben wir ein Institut für Teilhabeforschung gegründet, was in diesem Jahr seine Arbeit aufgenommen hat. Vorher wurde hin und wieder mal, gab es mal BesucherInnenbefragungen. Wir haben jetzt eine professionelle NichtnutzerInnenbefragung hinzugefügt, die also wo wir jetzt im Grunde erstmalig in diesem Jahr gestartet haben und haben unsere Einrichtung ausgestattet mit dem Geld, diese Beteiligung an der NutzerInnenbefragung auch nicht mehr selbst bezahlen zu müssen, damit auch alle mitmachen, verbindlich, und wir dann aber auch einen vergleichbaren Datenstamm haben. Es nützt dir nichts, wenn du jedes Jahr eine neue Befragung machst mit immer unterschiedlichen Beteiligten, weil du kannst auch über die Zeit hinweg mit diesen Daten dann auch nicht das anfangen, was du anfangen könntest, wenn. Der dritte Punkt ist das Ticketing. Also ich auch am Anfang gleich dicke Backen gemacht. Wir machen das dann mit den Kultureinrichtungen zusammengesetzt. Oh, wir haben nur hier unsere Ticketing-Systeme. Läuft doch, wenn wir das jetzt selber machen müssten und dann läuft was nicht. So, es war ganz schwer, überhaupt eine Öffnung erstmal hinzubekommen, weil aus der einzelwirtschaftlichen Perspektive war für die Einrichtung einfach so weitermachen wie bisher die beste Option. Und ihn jetzt zu verklickern, dass man einen schwierigen, komplizierten Weg geht, damit am Ende auch nichts weiter da ist als das, was sie vorher schon hatten, nämlich ein Ticketing-System, ist nicht so einfach. So, und die Kulturdatenplattform ist im Grunde eine Idee, die aus diesem Prozess heraus entstanden ist. Was ist der Sinn der Übung? Der Sinn der Übung soll eigentlich sein, dass wir eine Plattform haben, die Informationen zur Einrichtung, zur Verortung, für Überöffnungszeiten, über Barrierefreiheit, Termine, Events, Programm von Kultureinrichtungen sammeln. Du kannst einmal diese Daten eingeben, sollst auch Kontrolle und Hoheit darüber haben, was mit diesen Daten in der Kulturplattform passiert. Es soll offene Schnittstellen geben, an denen auch wer auch immer, nicht kommerzielle, auch von mir aus kommerzielle Anbieter von Veranstaltungskalendern, diese Informationen abrufen, einer Öffentlichkeit zur Verfügung stellen können. Ich muss nicht bei 5 verschiedenen Veranstaltungskalendern Dinge reinhacken, sondern ich mache es einmal und bin sozusagen gleich, und zwar von mir selbst kontrolliert, in der Distribution dieser Informationen an alle, die es interessiert und angeht. Da ist natürlich klar, dass die Skalierung des Ganzen der eigentliche Sinn ist. Es wird nur spannend, wenn möglichst viele mitmachen. Dazu muss ich unsere Kultureinrichtungen gewinnen. Von alleine passiert das nicht, aber wenn wir eine überzeugende Lösung anbieten, glaube ich, ist es reizvoller und spannender, diesen Weg zu gehen, als den einzelnen Anbietern hinterher zu flitzen. Und das alles unter offener Lizenz mit der entsprechenden Möglichkeit, dann auch weitere Geschäftsmodelle, digitale und auch möglicherweise einen anderen Umgang mit Kulturdaten damit zu ermöglichen. Alles Open Source, alles öffentlich kontrolliert, ist für mich eine öffentliche Infrastruktur im Kulturbereich. Und da ist natürlich, wenn ich jetzt an euch denke und an das, was ihr macht, also das City Lab ist natürlich da, klar, der natürliche Partner, wenn man so will. Also auch da gilt wieder, ist auf verschiedenen
auf verschiedenen Strecken sind unterschiedliche Leute losgelaufen und irgendwann muss man dann gucken, wie führt man das Ganze zusammen. Es gibt eine Diskussion über Berlin Online. Es gibt eine Diskussion über Ticketing. Also es ist natürlich klar, wenn ich einmal eine offene Kulturplattform habe, dann ist sie natürlich auch hervorragend geeignet, um darauf aufzusetzen, ein Ticketing-System, eine Distributionsform für Karten, für was auch immer. Also ich glaube, es ist ungefähr deutlich geworden, in welche Richtung wir laufen. Und jetzt komme ich zum Ausgangspunkt zurück. 2016 angefangen mit hohem Anspruch, 2017 das Jahr der Ernüchterung. Jetzt sind wir Ende 20 und ich stelle fest, wir sind weitergekommen, als ich mir dann jedenfalls nach der Ernüchterungsphase hätte vorstellen können. Wir stehen aber natürlich mit dieser Kulturplattform oder Kulturdatenplattform jetzt am Anfang. Die TSB ist jetzt von uns quasi beauftragt, gebeten, die ganze Sache zu projektieren. Und ansonsten ist außer der Vorstellung, was wir da eigentlich irgendwann mal mit wollen, jetzt noch sehr viel offen. Wir befinden uns jetzt im Grunde in der Phase und da fließen dann die ganzen Informationen auch rein, die jetzt über die Bestandsaufnahmen und dergleichen erfolgen. Wir sind jetzt in der Phase, uns auszudenken, was könnte Berlin da Tolles machen? Und wir gucken natürlich auch über unseren Tellerrand, was andere machen. Und es gibt natürlich auch in anderen Städten, nicht nur in Deutschland, da zum Teil auch Modelle, wo man gucken kann, was machen die gut, was ist da vielleicht defizitär, wo können wir daraus lernen. Also wir sind da extrem belehrbar. Okay. Im Chat kam die Frage, ob wir konkreter werden könnten zur Kulturdatenplattform. Ich denke, das ist gerade eben dadurch passiert. Nur noch eine Frage, sollen auch die Sammlungen und Archive damit reinspielen oder erst einmal nicht? Naja, also das ist das Schöne an einer offenen Plattform, dass wir dann durchaus in der Lage sind, dann auch auf Bedarfe zu reagieren, auf Nutzerinteressen zu reagieren, die möglicherweise jetzt noch gar nicht im Blick sind. Ich kann mir schon vorstellen, also die ZLB hat natürlich jetzt in den letzten Jahren sehr viel unternommen, um in der digitalen Welt hervorragend dazustehen, was sie auch tut, muss man wirklich sagen. Also kleiner Werbeblock, gucken Sie sich unbedingt das Filmportal von der ZLB an, holen Sie sich einen Ausweis und gucken Sie sich das an, wird vielleicht gerade im nächsten Monat, versüßt es vielleicht einmal den einen oder anderen dunklen Abend. Aber nein, Quatsch, auch da ist natürlich das Schöne, wenn wir offene Schnittstellen haben, wenn wir offene Verfahren haben, dass solche Dinge natürlich auch zusammengebracht werden können. Und da sage ich einfach mal, da sind noch ganz, ganz viele Möglichkeiten offen. Wir stehen am Anfang. Okay. Besteht gerade bei euch dringender Gesprächsbedarf zu etwas Konkretem? Ansonsten suche ich mal eine Frage raus. Esther? Ja, ich würd gern da auch einhaken bei der Schnittstellenproblematik. Also ich sehe das auch, dass es wunderbar wäre, wenn wir was hätten. Also ob das die zentrale Plattform ist, weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe mich auch in der Vorbereitung auf heute noch nicht so richtig vertieft, in was die Idee ist. Ich verstehe es so allmählich. Aber was ich mich frage, ist natürlich, ich kenne das aus der Sammlungsperspektive, dass wir haben drei Datenbanken im Haus, die sind alle anders gestrickt. Da gibt es lauter andere inhaltliche Anforderungen. Das muss alles erstmal konfiguriert werden, überhaupt erstmal verstanden werden, gemappt werden. Dann muss man die Daten aus den Datenbanken rauskriegen. Das meinte ich vorhin mit gegeißelt. Da muss man wieder technische Tricks auch drauf anwenden. Dann muss man Schnittstellen bereitstellen, um das alles zu exportieren. Das ist so ungefähr, was wir jetzt seit 5 Jahren versuchen, die Daten rauszukriegen, abgesehen davon, dass wir sie noch machen. Jetzt stelle ich mir vor, wie ist das denn bei so einer Datenplattform? Das wäre dann so mein pragmatischer Gedanke gleich. Wie kriegt man denn all die anderen Daten, die da jetzt auf unserer Webseite oder in unserem Veranstaltungssystem oder sonst, wie kriegt man denn den digitalen Know-how und die Kompetenz und den Umbau hin in der eigenen Organisation, um die Daten so zu haben, dass man sie überhaupt in so eine Schnittstelle, in so eine Plattform liefern kann? Gibt es da dann Szenarien? Hat da schon mal jemand nachgefragt? Wenn man eine dezentrale Struktur schafft, dann gehört natürlich dazu, dass die Akteurinnen und Akteure in dem Netz selbst auch sich dahingehend qualifizieren können und qualifizieren, dass sie das können. Und da sind wir jetzt wieder bei unserem Kultur-B Digital Lab in der Hoffnung, dass wir möglichst vielen die Möglichkeit des Austauschs bieten. Ich kenne mich mit dem Themenkomplex Archive, Sammlungen, welche Software, welche Kompatibilitäten, welche Schnittstellen überhaupt nicht aus. Aber ich bin, also so viel weiß ich jedenfalls, dass das Problem haben viele, viele Akteurinnen und Akteure im Museums-, im Galerie- und im Archivbereich auch, im Bibliotheksbereich natürlich auch. Die Frage beispielsweise schon bei 12 kommunalen Regionalmuseen in Berlin. Welche Archivplattform nutzt wer? Ich kann mir aber durchaus vorstellen, es wäre für jedes Regionalmuseum durchaus spannend zu wissen, was ist möglicherweise in Sammlungsbeständen anderer solcher Museen vorhanden, was man für die eigene Arbeit mitnutzen kann. Und da sage ich dann, da sind wir wieder bei dem Phänomen der Ungleichzeitigkeit, auch der unterschiedlichen Voraussetzungen, auch der unterschiedlichen Aufgestelltheit von Akteurinnen und Akteuren für diese Situation.
Manche werden das schneller und besser hinbekommen, wissen es vielleicht jetzt auch schon. Manche werden sagen, oh Gott, endlich erklärt uns mal einer, warum wir nicht alle Dinge 3 oder 5 Mal händisch einhacken müssen, weil wir haben eine Möglichkeit, ein Angebot, was dafür hervorragend taugt. Und da glaube ich, das ist tatsächlich so ein bisschen Lernen in der Crowd einerseits und andererseits für uns gemeinsam mit der TSB die Hoffnung, quasi so die Arena, das Spielfeld bereitzustellen, in dem wir dann im Netzwerk der Akteurinnen und Akteure lernen können, wie der Ball über dieses Spielfeld besser, eleganter und zielgerichteter ausgetauscht werden kann oder geschickt werden kann. Okay. Abgesehen von den Schnittstellen würde ich jetzt gerne noch mal zum Thema Verstetigung kommen. Ich hatte darüber mit Benjamin geredet, gerade im Open-Source-Bereich, jetzt auch zum Beispiel bei Hackathons wie Wir versus Virus. Jeder hat Lust in seiner Freizeit, schnell eine Open-Source-Anwendung, einen Prototyp zu entwickeln, aber es wird dann mühsam, wenn es in den Dauerbetrieb gehen soll. Das kann im Ehrenamt nicht geleistet werden. Und das frage ich mich jetzt auch bei der Förderrichtlinie, wo ja tolle Projekte sind, zum Beispiel wie United We Stream. Siehst du da erste Ansätze, wie man einige der besonders guten und skalierbaren Projekte dieser oder auch der kommenden Förderrichtlinie dann auch zu verstetigen? Wenn wir jetzt letzten Januar oder jetzt den Januar diesen Jahres gehabt hätten, hätte ich gesagt, ja, das ist so der nächste Schritt. Jetzt kommt wieder der Blick in die brutale Wirklichkeit und die lautet, Berlin nimmt gerade 6,6 Milliarden Schulden auf und wir wissen noch nicht, ob das reicht, um die Pandemieprobleme zu bewältigen. Das heißt, wir haben hier massive Einnahmeverluste und bringen Rettungspakete an den Start und haben zusätzliche Aufwendungen. Auch selbst wenn man das über einen sehr, sehr langen Zeitraum zurückzahlen will, bedeutet es dann doch, dass die Landeshaushalte der nächsten Jahre mit dieser Last belastet sein werden. Und natürlich werden auch die Steuereinnahmen, die jetzt massiv eingebrochen sind, über den zweiten Lockdown mit Sicherheit nochmal zusätzlich einbrechen, nicht innerhalb von 6 Monaten, 8 Monaten oder 10 Monaten wieder auf dem Niveau vor Corona sein. Sodass ich jetzt an dieser Stelle einfach nur sage, das wird eine ganz, ganz bittere Frage, auch noch zu entscheiden irgendwann, entweder ich oder vielleicht auch meine Nachfolgerin, mein Nachfolger, gemeinsam mit einer entsprechenden Koalition im Abgeordnetenhaus, mit einer Finanzverwaltung, steuert man dann auch um, nimmt man Ressourcen für bestimmte Zwecke, die man für anderes geparkt hat und steckt die da rein? Das wird hart, also weil natürlich all die Dinge, die wir jetzt auch erkämpft haben in den vergangenen Jahren, haben wir ja nicht erkämpft, weil es überflüssige Ressourcen waren, sondern weil sie dringend gebraucht werden. Und ich will keine Prognose abgeben, das wäre echt auch verlogen, wenn ich das täte, darüber, was wir in den nächsten Doppelhaushaltsberatungen hier in Berlin zu diskutieren haben. Das kann ich nicht. Ich kann nur sagen, ich werde mich natürlich darum bemühen und werde natürlich darum kämpfen, dass wir möglichst keine Abwehrkämpfe, also die Abwehrkämpfe werden wir haben, ist doch ganz klar, dass wir möglichst viel von dem, was wir erreicht haben, auch halten können an Niveau und alles andere müsste dann über Umsteuern in anderen Bereichen laufen. Ich kann da keine Prognose abgeben. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es gab eine konkrete Frage im Chat zur Black Berlin Biennale, die in den letzten Monaten diverse Veranstaltungen mit ca. 5000 Menschen erreicht hat. Und die Frage ist, gibt es Hilfen für migrantisch-diasporische Projekte, die uns konkret unter die Arme greifen? Gibt es da aktuell was in eurem Förderportfolio, an den sich Michael wenden könnte? Naja, ich empfehle einfach, sich tatsächlich bei uns im Haus oder vom Kulturförderpunkt beraten zu lassen bei den Kulturprojekten, welche möglichen Förderprogramme dafür zur Verfügung stehen. Es gibt ein paar Förderprogramme, bei denen man Anträge stellen kann. Das Dilemma, das erleben wir jetzt auch in der Pandemie, ist natürlich, dass wir neben den Institutionen, die wir unterstützen, ganz, ganz viele unserer Förderprogramme als projektbezogene Förderprogramme aufgesetzt haben. Das heißt sozusagen, das, was sich alle immer wünschen, man kommt einmal mit einem Projekt rein und wird dann auf eine lange Zeit finanziert, können wir oftmals nicht leisten, weil die Steigerungsraten in einem Kulturetat, die hätte ich übrigens gerne, die man dafür braucht, die gab es jetzt selbst in den glücklichen Jahren, in den letzten 3, 4 Jahren nicht. Ein paar Sachen haben wir machen können, beispielsweise in der Festivalförderung, dass die jetzt auf 4 Jahre angelegt ist und nicht mehr jedes Jahr die wichtigen Festivalveranstalterinnen und Veranstalter auch bei den Reihen neu losrennen müssen und versuchen müssen, irgendwo die Drittmittel aufzutreiben. Aber nach wie vor ist, das kann ich hier auch selbstkritisch sagen, in den letzten 4 Jahren nicht gelungen, in jeder Hinsicht unsere Förderprogramme so nachhaltig aufzustellen und so strukturell so aufzustellen, dass da auch im freien Szenebereich so dauerhafte Finanzierungssicherheit existiert. Und zu den Bedingungen, zu den veränderten Bedingungen in den Folgejahren habe ich jetzt schon, glaube ich, auch was gesagt, auch wenn ich es mir tatsächlich anders wünschte. Aber es sind ja auch Bundestagswahlen, vielleicht wird danach mal eine Vermögensabgabe eingeführt und mal die Profiteure dieser Krise, die es ja auch gibt, beteiligen sich ein bisschen an den Lasten und dann sieht es vielleicht auch für die Kultur besser aus. Dankeschön. Genau, Tom hat auch nochmal wiederholt, die Festivalförderung, das ist die spartenübergreifende Förderung, können sich ja Interessierte im Netz anschauen. Noch einmal eine Abschlussfrage in die Runde, es sei denn, Silvia, gib mal ein Zeichen, dass es Fragestellende im Video gibt.
Was steht jetzt auf eurer Prioritätenliste ganz oben, was die digitalen Ausprobierprojekte angeht, Tina? Wir sind gerade noch sehr am schwierigen Tagesgeschäft, aber tatsächlich geht gerade die Tendenz von allen dazu, dass sie die Zeit, die sie eigentlich im analogen Raum haben und gehabt hätten, um dort ihre Vorstellungen zu machen, die Sachen tatsächlich auch aufzubauen und weiter zu proben, um Projekte zu entwickeln, die vielleicht nochmal irgendwann, wenn man wieder spielen kann und wir sie programmieren können, doch wieder stattfinden können und dazu aber auch einen Film zum Beispiel produzieren, der dann wie auch immer gestreamt werden soll, wo auch immer jetzt die Diskussionen sind, in welcher Form findet das statt, kann man dafür Einnahmen generieren, wie generiert man die Einnahmen, läuft das dann wieder über diese Ticketsysteme, die wahnsinnig viele Gebühren aufrufen, nicht nur für die VeranstalterInnen, sondern auch für die Zuschauenden. Wen unterstützt man da an privaten Firmen auch? Genau, das sind jetzt erstmal so die Projekte, die anstehen. Und das Zoom-Krippenspiel, ganz wichtig. Wenn jetzt keine weiteren Fragen kommen, dann bedanke ich mich für euch alle, dass ihr hier seid, auch unter Pandemiebedingungen. Danke für die Zeit, danke für eure Ehrlichkeit.